Gehen wir aber mal ein bisschen raus, weil das Kadenum zu Lützburg ist mittlerweile auch ein Begriff, und das ist Dödelmagie. Und da gehen wir auf den Stand bei den Nico Thielen. Nico, du kannst uns erklären, was hat Dödelmagie stößt. Ganz genau, das kann ich erklären. Ich weiß es schon, ich bin doch schon der richtige Mann dabei. Die sind zusammen um Stand von der Vereinigung Biolandwirtschaft Lützburg. Aber du hast den Marc Emering. Guten Morgen. Genau, guten Morgen, Nico. Wir sind auf der richtigen Platz. Das ist noch nicht gerade Zeit für CS, das ist vielleicht Zeit vom Apero. Das kriegt ihr natürlich auch hier auf der Fahrt. Mir hier geht es um Dödelmagie. Gezaubert geht aber nicht. Du, wo man da hängt denn um zusammen? Ja, Dödel, das ist am Anfang der Sitz, wo den Hof sich befindet. Das ist an Dödel, an Magie, das sind die Initialen von meinem Firmen und meiner Freie. Marc Ginette eben, so als Magie anstatt. Und das ist zweideutig, und man geht den Umgang ideal passen, für Nudeln zu machen. Das ist ideal. Wir haben auch bei den Lokalen schon ein paar ganz flotte Marketing-Ideen entdeckt. Wir haben auch den Namen Dödelmagie. Da ist auch ein Pulli drüben. Was möchtest du Dödelmagie? Ja, Dödelmagie ist gegründet in 2013. Erstens mal für die Pulleien zu verkaufen vom Biohof an Dödel. Und zweitens produziert Dödelmagie dann auch eben Nudeln. Die wird für die Biobauer. Wie kommen die für Bimol Nudeln nach dabei zu holen? Wir haben bis 2008 waren wir einen typischen Müllischfeibetrieb. Ja, das Froh war vergrößert im Reis oder das war relativ schwierig. Und du hast einfach in einer Produktion gesicht und du hast mit Pulleien angefangen. Und irgendwann musst du noch einen Zweitstand bin holen. Und du 2013 haben wir eben Dödelmagie gegründet, für Nudeln zu machen. Das gucken wir so ein paar und da können wir vielleicht ein paar drauf filmen. Wir haben du ganz verschiedene Zuchten. Aus was sind die Nudeln gemacht? Weil wir haben ganz gerne Nudeln, die sind Basis aus Alkeier, Dinkel, Spelz, so plötzlich Epotre, Französisch. Dinkel, wir vermischen das mit zum Beispiel Kräuter, da kann ich ein schönes Farbe-Schnudel machen. Das sind alles Kräuter, das sind keine Farbstoffe, die da drin sind. Das liegt am Trend. Die eben damals für die Nudeln überhaupt zu machen, aus der Steher kommen. Wir haben zwar Pullen im Hof, das ist die Lehre, kein Eher. Wir kaufen die bei von einem Grossist, den Lützeburger Bio-Eher verpackt. Den hat immer das Problem, dass alle was zu klein oder zu groß wird, was auch enorm wäre für einen Butiker, die sie quasi verschleudert gehen. Und du mir gedacht, man muss eine Idee haben, für die Nudeln zu verschaffen und die Eher zu verschaffen. Und du sind Nudeln eben, weil die Gedanken, Nudeln zu machen. Das wollte man aber regional, man denkt, Produkt machen, weil doch bei so einer Region weißt, dafür haben wir auch den Spelz geholt. Ja. Ganz super, das ist auch etwas, was nicht oft benutzt wird. Spelz oder Dinkel, du nicht, kannst du lernen dir noch etwas bei. Hier haben wir zum Beispiel auch Brongnudeln, was ist du noch mal dran? Ja, das sind Brongnudeln mit Zappen, das ist Champignon. Das wird den Champignon gedrischt, dann der Pulver wird dann an den Tisch gemacht, für Nudeln herzustellen. Das schmeckt doch nur Champignon. Mit einer Champignonssauce ist das super. In lokalen Produkten, nach ein paar Jahren auch mit Dinkel, haben wir auch das Teil Safran. Das ist auch etwas ganz Spezielles. Und du hast auch, genau wie bei den Kräuternudeln, die wir gerade schon gesehen hatten, das spiegelt sich auch natürlich am Gurum, wenn du etwas dabei gemacht hast. Ja. Safran ist ein ganz edel Nudel. Safran, das ist etwas Edles. Und da hat Produkte, und das passt immens gut zu Fisch. Dann noch ein Safran-Sauce dabei, möchte nicht in einen super Plan. Absolut, wir spicken mal nachher raus, heißen nämlich Herzerschat, die sind noch ganz flott, und die macht ihr auch selber umhaften. Ja, die sind ganz neu, die sind effektiv. Wir hatten ein paar Kollegen, die noch nie Geburtstag hatten. Und ja, weil die Zeit, dass wir gefeiert haben, haben wir einfach gedacht, wir machen dann ein Nudel mit Herzen und Farbisch. Das lo wirklich Renner gehen. Auf den National Feiertag, du hattest so gute Nudeln, die waren so gut gegangen, dass die schon fort waren an der Form von Lützeburg. Das natürlich. Ja, das war ja, die Idee für den National Feiertag, dass wir Lützeburger Land als Form gemacht. Das ist ganz gut gekommen. Ganz super. Das ist ein vielmals Merci, Marc Emering von Dödelmagie. Du kriegst schon Lust zu kochen, wenn ich die Gesinnheit Nudeln. Das kriegst du schon nach hin vom Kochen. Ich so, du mal da zurück bei dir an das Studio kommen. Merci Nico, lauter gut Lützeburger Spezialität. Kauft lokal, das ist der Message auch nur der Pandemie an der Hoffnung, dass ihr nie mehr rumkommt und dass man da doch nur berücksichtigt für als Produzenten mit ihrer exzellenten Qualität zu unterstützen.